Du bist Führungskraft, du willst Führungskraft werden, insbesondere im Vertrieb. Dann habe ich sechs ganz heiße Literaturtipps für dich. Sechs Bücher, die du gelesen haben musst. Bleib dran. Sehr häufig bekomme ich die Frage, welche Bücher ich empfehlen kann. Ich habe zu Hause über 2000 Bücher und vor kurzem kam eine Frage, ob ich nicht mal eine Liste rausgeben könnte, welche Bücher ich im Regal habe. Im Leben nicht. Das ist mein Geheimnis. Aber ich gebe euch gerne themenbezogen ein paar Tipps, welche Bücher machen Sinn, welche Bücher müsst ihr gelesen haben. Heute geht es darum, was musst du als Führungskraft, als angehende, als zukünftige Führungskraft im Vertrieb, was musst du gelesen haben? Welche Bücher sind richtig, richtig gut? Beginnen wir mit Führen, Leisten, Leben von Professor Fredmund Malik. Malik ist ein Österreicher, der in St. Gallen in der Schweiz forscht und lehrt. Und Malik hat viele Bücher veröffentlicht. Das erfolgreichste und, wie ich finde, beste Buch ist Führen, Leisten, Leben. Es ist immer auf den Bestsellerlisten und es ist genial. Genial, weil Malik einen Stil hat, der sehr besonders ist. Also, wenn ihr ihn kennenlernt, dann habt ihr das Gefühl, dass dieser Mann sehr arrogant ist. Aber der ist nicht arrogant, der ist einfach nur klar und fokussiert. Und genau so sind seine Bücher. Führen, Leisten, Leben ist klar. Da gibt es nicht, sie könnten es so machen oder so machen, sondern da ist immer drin, mach es so und du bist erfolgreich. Und das liebe ich. Ich liebe es, wenn einer klare Ansagen macht. Neben Malik ist der zweite wichtigste Management-Autor im deutschsprachigen Markt, Dr. Sprenger, Reinhard Sprenger. Der Mann kommt aus Essen, hier aus dem Ruhrgebiet, lebt aber jetzt in Zürich. Und Dr. Sprenger hat auch geniale Bücher. Aber der Unterschied zu Malik ist, Sprenger gibt keine konkreten Handlungstipps. Er beschäftigt sich immer mit einem Thema und das ist auch sehr spannend und es ist auch alles klar. Aber was mache ich später damit? Das hat Sprenger nicht. Und Malik hat das. Malik erklärt ganz genau, um was es geht. Also mal ein Blick ins Inhaltsverzeichnis. Er erklärt mal, was ist eine Führungskraft. Und er macht hier klar, zur Führungskraft wirst du nicht geboren. Und Führungskraft hat nichts mit Talent zu tun. Führungskraft ist ein Job, den du lernen kannst. Also er ihr wisst, was ich meine. Also er nimmt diesen Mythos weg, was eine Führungskraft ausmacht. Er sagt, das ist ein Job und da braucht ihr Handwerkszeug und da braucht ihr Prinzipien und die kann man lernen. Und das finde ich super. Grundsätze wirksamer Führung, also zum Beispiel das Thema Resultateorientierung. Du wirst als Führungskraft an deinen Ergebnissen gemessen und du solltest auch ergebnisorientiert führen, hat er ein eigenes Kapitel zu. Aufgaben wirksamer Führung. Was ist deine Aufgabe als Führungskraft und was nicht? Werkzeuge wirksamer Führung. Was ist ein Werkzeug und was nicht und welche Möglichkeiten gibt es? Also, ein geniales Buch. Schaut euch an, wie viele Fähnchen ich hier drin habe. Also hier sind, glaube ich, über 100 Fähnchen drin und überall da, wo ein Fähnchen klebt, da habe ich für mich einen wichtigen Impuls mitgenommen. Fredmund Malik hat, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber früher auch Hörbücher rausgegeben. Er schreibt dann einen Aufsatz und liest diesen Aufsatz vor. In einer Klarheit, das ist sensationell. Der nimmt 50 Euro für einen Aufsatz, den er vorliest. Das sind manchmal nur 20 Minuten. Aber 50 Euro für 20 Minuten, der ist da komplett schmerzfrei. Und trotzdem, ich habe alles gekauft, was er veröffentlicht hat. Alles.
Und ich habe nicht einen Euro bereut. Also wenn ihr noch an die CDs kommt, die gibt es nicht im Handel. Die gibt es nur auf seiner Webseite. Die lohnen sich. Die sind sensationell. Die gehen noch mal tiefer in die Themen rein, die er in seinem Buch auch beschreibt. Das zweite Buch, Der Weg zu dem Besten von Jim Collins. Jim Collins ist die Nummer eins, wenn es um das Thema geht, Recruiting. Die richtigen Mitarbeiter auswählen, die richtigen finden. Und wie gehst du damit um? Jim Collins ist Amerikaner, lebt und lehrt in Boulder in Colorado. Und das ist die Grundlage, wenn es um Mitarbeiter-Recruiting geht. Und bitte, aus meiner Sicht ist das Thema Recruiting das Wichtigste für Führungskräfte im Vertrieb. Wenn du die falschen Leute einstellst, dann musst du in der Führung so viel Schaden begrenzen und wieder gut machen. Deswegen stell die richtigen Leute ein. Und wie du das machst, wo du die findest und wie du das machst, der Weg zu den Besten und nur zu den Besten. Die 7 Managementprinzipien für dauerhaften Unternehmenserfolg. Und im Kern geht es nur darum, wo findest du die richtigen? Lest diese beiden Bücher. Diese beiden Bücher sind jetzt nicht vertriebsspezifisch. Die beiden Bücher sind führungsspezifisch. Auch wenn du nicht im Vertrieb bist, macht es als Führungskraft sehr viel Sinn, das zu lesen. Reden wir über Vertrieb? Pflichtlektüre. Ich weiß, das Buch ist vergriffen. Ihr müsst schauen, wo ihr es gebraucht bekommt und die Preise sind irgendwo 250, 350 Euro für dieses Buch. Ich habe das Buch schon sehr, sehr oft empfohlen. Es ist auch jetzt schon 17 Jahre alt, aber der Schlagzahlmanager von Professor Karl Pinkulic. Professor Pinkulic lehrt und forscht an der FH Wien. Und ist einer der wenigen Professoren, die richtig aus der Praxis kommen. Er hat viele gute Bücher geschrieben. Alle Bücher kann ich empfehlen. Aber der Schlagzahlmanager war für mich der Augenöffner schlechthin. Arbeitsleistungen im Vertrieb messen und steigern. Mit wirksamen Vertriebscontrolling zu mehr Umsatz. Das hört sich nach einem Zahlenbuch an. Aber dieses Buch beschäftigt sich mit den beiden Kernbestandteilen im Vertrieb, nämlich Schlagzahl und Schlagkraft. Also Qualität und Quantität mit Fleiß und Wirkung. Das sind immer die beiden Faktoren. Ein Wahnsinnsbuch. Ein Wahnsinnsbuch. Also was soll ich euch sagen? Wer sich mit Vertrieb beschäftigt, egal ob Führungskraft oder Verkäufer, muss dieses Buch gelesen haben. Professor Peter Winkelmann, mittlerweile bereitet er sich, glaube ich, auf den Ruhestand vor, aber Professor Peter Winkelmann lehrt und forscht, ich glaube, an der FH Landshut und er hat ein Buch geschrieben, Innovatives Außendienstmanagement, was wirklich mal komplett beleuchtet, wie funktioniert Vertrieb und wie steuert und organisiert man einen Vertrieb, wie baut man den auf? Das ist die erste Auflage. Mittlerweile gibt es neuere Auflagen davon. Die habe ich nicht gelesen. Ich habe die Erstauflage gelesen, war begeistert und empfehle sie euch an der Stelle. Für Führungskräfte im Vertrieb. Für Verkäufer macht es nicht viel Sinn und für andere Führungskräfte auch nicht. Die nächsten beiden Bücher sind von und über Würth. Würth, Befestigungstechnik, hat die größte Vertriebsorganisation auf diesem Planeten. Über 33.000 festangestellte Verkäufer im Außendienst. Es gibt größere Vertriebsorganisationen mit freien Mitarbeitern, aber keine andere Vertriebsorganisation hat Festangestellte in dieser Größenordnung. Würth hat als einer der wenigen überhaupt auf diesem Planeten einen Systemvertrieb und keinen Talentvertrieb. Der deutsche Mittelstand hat zu 99,9% einen Talentvertrieb. Das bedeutet,
bei 10 Verkäufern machen 2 80% der Umsätze und die anderen 8 sind schmückendes Beiwerk. Und die Führungskraft ist die ganze Zeit damit beschäftigt, die anderen 8 ein bisschen zu mehr Leistung zu bringen. Das gibt es bei Würth nicht. Würth hat ein System, wo die Menschen reingesetzt werden und über die Führung und über das System zum Erfolg geführt werden. Das erste, wachsen wie Würth, das Geheimnis des Welterfolges, ist richtig, richtig gut. Bekommt ihr einen Einblick, wie funktioniert diese Maschine? Und das zweite ist von Reinhold Würth selbst, also bei allem Respekt, ich gehe nicht davon aus, dass er es Wort für Wort selber geschrieben hat. Ich gehe davon aus, dass das jemand in seinem Auftrag geschrieben hat. Aber nichtsdestotrotz, er geht hier in die Führungskultur rein und er zeigt, wie funktioniert sein Unternehmen. Und das ist extrem spannend. Also jeder, der Führungskraft im Vertrieb ist, braucht Benchmarks. Und Würth ist eine Benchmark, die ich jedem nur empfehlen kann. Ist auch für mich eine Benchmark. Ich schaue immer wieder, was machen die im Vertrieb? Wie sind die organisiert, um davon Ableitung zu bekommen für meine Trainings, für meine Vorträge, für meine Bücher? Also, 6 Stück. Das liest man nicht mal eben in einem Monat. Da braucht ihr eine Zeit lang für. Ich rate euch als Führungskräfte oder als angehende Führungskräfte, das hier zu lesen und nicht nur zu lesen, sondern wirklich zu verinnerlichen und umzusetzen. Denn den Umsetzern gehört die Welt. Nicht die, die es gelesen haben, sondern die, die es nachher auch wirklich umsetzen. In dem Sinne, fette Beute, viel Erfolg.